Hallo Freunde, ich bin Yannick und ihr seht das Diffus-Magazin, heute in Zusammenarbeit mit dem CO Pop Festival. Ich treffe gleich Moritz Jahn und Herr DK, die beiden werden einen Song für uns performen. Außerdem werde ich mit den beiden über ihre Musik sprechen. I won't run from the fire. Stay with him. Know what you desire. Bloom, bloom, bloom. Let me know when with you. My silver skin. I feel lightning, the lightning. Ihr habt im August, glaube ich, einen Tourblock hochgeladen, wo ihr in Hamburg gespielt habt. Und ich dachte vorher, du agierst alleine als Musiker, aber seid ihr jetzt eine Band? Ja, so ein bisschen. Also so ein bisschen sind wir so Freunde, die schon halt länger zusammen Musik machen. Vor knapp 2 Monaten habt ihr, oder hast du, Blue Blue Moon rausgebracht, Boston 2 und Ghost. Mhm. Ich habe in einem Song ein bisschen rausgehört, dass du so ein bisschen mehr experimentierst mit deiner Stimme, mit bisschen mit Effekten. Stimmt das? Ich fand das total geil bei der letzten EP. Also richtig ganz offensichtlich Gesang zu schneiden. Und irgendwie hatte ich so häufig schon beim Schreiben die Idee, dass es geil ist, den Satz immer wieder zu bringen und immer wieder. Und dann lädt er sich auch manchmal so ein bisschen anders auf, irgendwie habe ich das Gefühl. Und wir spielen mit der Stimme auch schon rum. Also wir machen häufig mehrstimmige Gesänge, weil Henning auch da drin verdammt gut ist und ein gutes Ohr dafür hat. Bevor wir jetzt so ein bisschen in die Gegenwart und in die Zukunft schauen, würde ich gerne ein bisschen zurück in der Zeit gehen und fragen, was denn so deine ersten Einflüsse waren musikalisch oder was waren so das erste Mal, wo du mit Musik in Kontakt gekommen bist, die ersten Erinnerungen daran? Also ich glaube, die allerersten, wo ich so bewusst gehört habe, Bob Marley und Another Brick in the Wall, das Album und so. Geht Klassiker, war es dann Bravo-Hits oder irgendwie sowas. Wirklich? Also ich, ja. Krass. Ja, okay. Also ich glaube, ich war mal auf irgendeinem Geburtstag, ich weiß nicht, gefühlt gab es die mal auf irgendeinem Geburtstag, aber das wäre ganz schön krass, oder? Wenn man in der Goodie-Bag, es gibt doch noch so Kindergeburtstagen früher, ja, so eine Nassi-Tüte mit nach Hause und da ist eine Bravo-Hits. Aber krass, irgendwie habe ich das Gefühl gerade. Okay. Irgendwie so bin ich mal an Bravo-Hits gekommen, glaube ich. Krass. Und dann halt, und da ja, hast du dir da, schon gedacht, ja, da will ich auch hin. Da will ich auch hin, genau. Ja, und jetzt arbeiten wir dran. Und wann hast du dann selber zum Mikrofon oder zur Gitarre oder zu was auch immer gegriffen? Am Anfang habe ich Schlagzeug gespielt. Oh, krass. Das war das erste Instrument, was ich so nach den Klassikern wie Blockflöte und Glockenspiel so angefangen habe. Xylophon. Und ich war wahnsinnig schlecht. Und ich habe dann mehrere Bands gegründet, mit Henning auch schon mal eine, beziehungsweise wir haben keine Band gegründet, aber Henning hatte mich mal eingeladen für so ein... Das war quasi sein Schlagzeugcasting. In welcher, Altersrange reden wir hier gerade ungefähr? Ich war 16 oder 17 und du warst echt? 15 oder so. Okay, da konnte ich dann noch nicht Gitarre spielen. Ja, aber du, also dass Mo da nicht so gut Schlagzeug gespielt hat, das war auf jeden Fall, an dem Tag war das so. An dem Rest war es wahrscheinlich relativ gut, aber an dem Tag, das war nicht dein Tag. Aber habt ihr es ihm auch gesagt oder war das so ein, hey, das ja, war du ziemlich schnell klar. Okay. Das war ziemlich wir schnell klar. Wir melden uns bei dir. Ja. Dann irgendwann habe ich eine Gitarre zu Weihnachten bekommen, die stand erstmal ein Jahr lang nur rum. Und dann habe ich angefangen, so mit dem Liederbuch meiner Mama, halt so die Lagerfeuerakkorde zu zocken und tatsächlich auch mit Henning viel zu spielen. Und dann habe ich immer ganz viel von Henning gelernt und immer viel nachgeeifert. Und jetzt seid ihr auf einem Level. Ich glaube, es gibt Sachen, die kannst du tatsächlich besser als ich. Aber so andere Sachen da. Das macht einfach die Erfahrung. Well, I walked my way and I broke my bones. It took me deep, truly more than those. Well, I walked my way and I broke my bones. It took me deep, truly more than those. Ich möchte kurz zu deiner Schauspielkunst kommen, das kurz anschneiden, weil mich hat super interessiert, wie man das alles irgendwie überhaupt unter einen Hut bekommt, weil du ja erfolgreicher Schauspieler jetzt bist, auch noch regelmäßig zu Castings gehst, aber auch irgendwie deine Band hast. Es ist irgendwie, es kommt immer so eins zum anderen und es ist immer so sehr projektfokussiert dann. Mhm. Also wenn ich drehe, dann drehe ich eigentlich und muss mich darauf auch voll konzentrieren, so ist es zumindest meistens. Jetzt habe ich die letzten 3 Jahre Serie gedreht und da ist dann der Drehzeitraum so ein halbes Jahr und man hat dann immer dazwischen auch viel Zeit. Und wenn man halt probt oder dann als Schauspieler arbeitet, am Set ist,
dann habe ich auch keine Zeit für irgendwas anderes und dann kann ich auch nicht irgendwie E-Mails schreiben und dann einen Kurzfilm organisieren oder das mit Bandcamp oder planen Studio gehen, oder ins Studio gehen und sagen jetzt so. Gibt es auch so Momente, wo du, keine Ahnung, gerade in diesem Loch bist oder irgendwie drüber nachdenkst, was du jetzt da gerade gedreht hast und dich diese Sache plötzlich irgendwie zu Musik inspiriert oder umgekehrt? Time zum Beispiel ist jetzt im Titel auch schon ziemlich offensichtlich, aber den habe ich halt auch geschrieben, als ich glaube, Drehbücher für die zweite Staffel Dark verschlungen habe. Und makes sense, in a das, way. Also es hat sich, das ging so ein bisschen Hand in Hand. Jetzt mal eine ganz blöde Frage für die ganzen Menschen, die noch nichts von deiner Musik bisher gehört haben. Wie würdest du oder wie würdet ihr denn euren Sound beschreiben? Ich sage neuerdings immer Punkrock, New Wave, Avantgarde. Ein guter Begriff. Ich würde es als alternative Popmusik beschreiben. Also es ist schon im Kern sehr, es ist so sehr songfokussiert und es soll irgendwie Popmusik sein, die mitreißt. Da kannst du natürlich jetzt irgendwie anfangen, mit irgendwie verschiedene Genres noch aufzuzählen, die da reingehören. Aber ich würde sagen, im Kern ist es alternative Popmusik mit allem, mit viel Brimborium. Viel Brimborium. Was kann man von dir und euch noch 2020 erwarten, abgesehen von wahrscheinlich wieder irgendwelchen überkrassen Serien? Na, wir bringen jetzt am 16. Oktober unsere zweite EP raus. Hört. Und das erste Mal auf Vinyl. Irgendwie bin ich noch total hyped, dass es jetzt so kommt, wie wir es uns gerade irgendwie ausgedacht haben und was mich gerade noch so bewegt und auch wirklich so am Stück jetzt rauskommt, wie ich finde, dass es zu hören ist. Ja. Und das auf Platte, wo man nicht sagen kann, ich skip den Song. Kann man schon mal gratulieren auf jeden Fall. Ja, schön. Dann möchte ich mich recht herzlich bedanken. Danke dir. Bei euch, ne, für eure Zeit. Wir sind aber noch nicht fertig, weil ihr werdet jetzt gleich noch performen für uns. Deswegen würde ich mal sagen, let's go. Alright. Ja, Mann. To the dark, and all I wanted was you to go down on the door, see you swallow the guiding light. But you want everyone around to get some shiver in your bones. However, I don't like to be found in these deepest of holes, and some white old man once said, when all the sails are gone, then we are on the run. We're on the run. And I'll catch you up and drake straight on the wall. You can hear the southern shore, the wind hollow towards truth. 15 meters high, stop fucking asking when I cry. Nowhere else to run. But you want everyone around to get some shiver in your bones. However, I don't like to be found in these deepest of holes. And some white old man once said, when all the sails are gone, then we are on the run. Everyone around to get some shiver in your bones. However, I don't like to be found in these deepest of holes. And some white old man once said, when all the sails are gone, then we are on the run. We're on the run. And I'll catch you up.